Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von forexhome.de. Das ist die Videoanalyse des Tages, heute zum Thema Gold. Schauen wir uns das Ganze an, hier im Monatschart, gerade noch sehr intakter Abwärtstrend, muss man sagen. Wir hatten hier eine etwas größere Konsolidierungsformation, die sich hier seit, wann fing das an, Juli 2013 erstreckt hat. Ja, im Endeffekt war es hier wirklich bloß eine Konsolidierungsformation und im Endeffekt ist es jetzt gerade im Moment dabei, sich hier aufzulösen bzw. einen möglichen Retest zu machen, und das schauen wir uns im Weekly Chart gleich nochmal an. Wer die älteren Analysen vom Gold von mir kennt, der weiß, wovon ich spreche. Wir hatten hier wirklich diese länger andauernde Konsolidierungsformation in Form eines Wimpels, also höhere Tiefs und tiefere Hochs, dadurch markiert und dementsprechend wirklich sehr, sehr groß in der Ausdehnung. Wir haben hier circa 290, fast 300 Dollar Differenz, die hier dazwischen liegen zwischen diesen, in dieser Wimpelformation, und dementsprechend ist das auch unser Kursziel langfristig gesehen, ganz klar. Aber schauen wir uns die momentane Situation nochmal genauer an. Wir haben hier im Weekly Chart sehr schön auffällig einen markanten Close über den 50er, 55er EMA gehabt, dann letzte Woche wieder einen markanten Close unterhalb des Weekly 50er, 55er EMAs. Und dementsprechend war, ist es jetzt ein bisschen kritisch, beziehungsweise ist es jetzt genau auf diese Zone darauf zu achten, was er dort macht, denn erst ein nachhaltiger Schub unter diese Zone, beziehungsweise über diese Zone, dürfte uns zu weiteren Kurszielen bringen, beziehungsweise auf Long-Richtung bringt uns das eher zu Sell-Limit-Bereichen, und dementsprechend müssen wir uns das jetzt nochmal genauer zerlegen im Einzelnen. Wir haben im H4, kann ich es mal schnell einblenden, haben wir hier gerade eine sehr, sehr schöne bullische Flagge generiert. Oder einen kurzfristigen Abwärtstrend, mag man jetzt halten, wie man möchte. Aber in meinen Augen ist es eher eine Konsolidierungsformation dieses Aufwärtstrendes, der hier durch den letztendlichen Fehlausbruch unter die 1180, was das war, geführt hat. Und letztendlich befinden wir uns ja seitdem schon seit Ende letzten Jahres ordentlich in einem Aufwärtstrend. Schon so 140 Dollar circa, und jetzt kann mal eine Erholung kommen, und wir hatten hier aus dieser bullischen Flagge einen kleinen Fail Short Break. Man sieht das hier ganz, ganz gut. Wir sind hier ausgebrochen, ein paar Dollar drunter unter diese markante Kanallinie und letztendlich hier wieder eingetaucht. Was bleibt jetzt zu sagen? Ja, natürlich auf Long-Richtung müsste er diese bullische Flagge ganz klar Long brechen, am besten in Kombination mit diesem Weekly 50er, 55er EMA. Den zeichnen wir uns jetzt mal ein. Hier nehmen wir gebildet so ein Rechteck, und da kann man sich das Ganze sehr, sehr schön markieren, und zurück im H4 sehen wir diese Zone jetzt. Also er müsste quasi über diese Zone Long brechen und am besten einen schnellen Retest machen, also so ein Bruch, relativ schneller Retest, damit er noch überhalb dieses 50er, 55er EMAs schließt. Das wäre ziemlich wichtig, damit er den Retest von dieser bullischen Flagge nicht wieder unterhalb dieser Zone macht. Das wäre, oder beziehungsweise kein Close unterhalb dieser Zone, selbst wenn das dann der Retest wäre. Das wäre ziemlich kritisch. Wenn das so passiert, wie gerade beschrieben, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir hier weiteres Long-Potenzial haben. Ich werde diese zusätzliche Markierung mal rausnehmen, zwecks Irritation, und dann sollte es hier weiter hochgehen in den Bereich mindestens dieser abwärts verlaufenden Trendlinie. Das ist hier diese ehemalige Wimpeloberkante, beziehungsweise eigentlich auch noch höher in dem Bereich des Weekly 237er, 200er und 144er EMAs. Das wäre dann der gewünschte Retest dieser Wimpelformation. Ja, wir hatten ja hier diesen schönen Ausbruch. Und letztendlich sollte hier weiter oben der Retest erfolgen, der vielleicht so manch einen auf Long-Seite wechseln lässt, falsch, oder weil er vielleicht vorher keine richtige Analyse gemacht hat. Und dann findet man sich vielleicht in einem schönen Short-Setup wieder, was man als Long-Orientierte vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ich spreche dann hier von der Zone bei ca. 1340 bis 1350, 1355. Das Ganze können wir auch mal markieren mit der berühmten Ellipse. So, in diese Zone würde ich jetzt einfach mal hier so diese Ellipsen machen, und von da aus hoffe oder erwarte ich mir einfach schönere Short-Setups bzw. ein besseres CAV, ein sichereres Setup auf der Short-Richtung.
Die Stops dann relativ knapp, würde ich sagen, über diesen 13,55, beziehungsweise könnte man auch erstmal einen Daily oder Weekly Close an dieser Zone abwarten, ob er denn oberhalb dieser Zone schließt oder unterhalb. Ja. Sollte er beispielsweise ein Spike bis hier hoch, bis in den Bereich der 13,55 maximal, beziehungsweise kleines Stück drüber noch setzen und dann den Weekly Close aber unterhalb dieser Zone haben, dann haben wir ein super Short-Einstiegssignal mit knappem Stop, relativ knappem Stop über diesen Spike bzw. über 1,1360, über 1,1365. Sowas wäre dann ein schönes Shorts-Setup. Target wäre dann auf Shortseite natürlich hier dieser Bereich bei 990. Das sehen wir auch hier auf Multi-Jahres-, Multi-Monats-Basis. Eine sehr, sehr schöne horizontale Unterstützungslinie, auch psychologisch knapp unter der 1000er-Marke. Die kann man hier natürlich noch als Referenzwert hinzufügen. Ja, diese ganze Zone wird natürlich sehr, sehr interessant. Beginnt schon ab diesen 10,30 oder 10,31, ganz klar. Und dementsprechend haben wir hier ein ordentliches Kurspotenzial. Sollten wir hier den Einstieg bekommen in der Zone hier oben, haben wir dann ja, schöne 340. Müssen Sie sich reichrechnen, sagen wir mal $300, die uns hier erwarten könnten. Und das mit, was haben wir hier gesagt, 13,65 circa Stop-Loss. Also das ist schon eine feine Sache an CAV hier. Ja, also hier so, keine Ahnung, was sind das hier, 20, $30 Stop-Loss zu $300 Take-Profit ist natürlich so ein schönes CAV, was ich gerade für die langfristigen Setups absolut begeistert oder ich mich dafür begeistern könnte. Und dementsprechend steht das ja ganz eindeutig auf dem Plan. Long-Richtung oder beziehungsweise vorher schon Short-Richtung wäre natürlich, sollte jetzt beispielsweise in dem Bereich hier Flaggen intern diese Weekly 50er, 55er Zone antesten und dann hier bereits ja, gut abprallen und gleichzeitig durch diese bullische Flagge oder bärischen Trend hier, Abwärtstrend, kurzfristigen Abwärtstrend, durchbrechen. Das wäre ein schönes Short-Setup, kann man auf jeden Fall traden. Stops hier über dieser Flagge beispielsweise, was haben wir hier, 12,75 sowas in der Richtung oder 12,80 wäre es ein bisschen sicherer Marke. Hier über diesen markanten Zwischenhoch jeweils die Stops setzen mit bisschen Puffer. Und dann kann man hier sicherlich das auch hier schon den ersten Short-Versuch wagen, auf jeden Fall. Und hier sei noch dazu gesagt, wer hier den Short-Versuch wagt und ja, ein bisschen Angst hat, hier ausgestoppt zu werden, dann könnt ihr, weil hier zum Beispiel vorher noch der Aufwärtstrend kommt oder der Long-Ausbruch, der könnte das beispielsweise auch in diesem Bereich hedgen mit einem Long und ja, beispielsweise hier diesen Ausbruch mitnehmen mit einem Buy-Stop oder ja, zum Beispiel einem Buy-Stop, den Short einfach drin lassen und bei dem Retest dieser bullischen Flagge dann letztendlich den Short wieder rausnehmen, plus minus null oder mit kleinem Verlust und das Ganze weiter hochtraden. Das wäre so die Alternative dazu. Es gab so ein paar Anfragen, dass ich doch mal ein paar kleine Häppchen-Hedging-Thema mit immer mal in die Videos mit reinnehmen soll und das mache ich doch gerne, ist ja kein Problem. Anderweitig wäre natürlich ja, wenn er jetzt schon hier vorher ausbricht in Short-Richtung, hier an dem, keine Ahnung, hier H4 200, 237er EMA-Bündel schon abprallt und das letzte Tief bricht, also dann haben wir schon einen deutlicheren Ausbruch, beispielsweise noch unter diese 12,24, 12,20, dann haben wir einen deutlicheren Ausbruch aus diesem Trendkanal und weiteres Short-Momentum. Ja, Long haben wir gesagt, Short haben wir gesagt, ist glaube ich alles dazu erwähnt und ansonsten nochmal kurzer Hinweis auf die Website bzw. Anmeldeanfragen zum Webinar. Das findet ja morgen wieder statt, das Dienstags-Live-Webinar 19:30 Uhr. Hier einfach auf meiner Seite www.forexhome.de unter dem Punkt Webinare einfach anklicken. Dienstags-Live-Webinar, hier diese Kategorie, kleiner Text schon, aber wenn man hier drauf drückt, dann kommt der ganze letztendliche Text. Die Uhrzeit ist hier enthalten, natürlich, was euch in dem Webinar erwartet und ja, wer gerne Analysewünsche hat für das Webinar oder auch Inspirationen beisteuern möchte, der kann das im Vorfeld gerne tun über mein Kontaktformular auf forexhome.de. Hier der Link dazu, einfach in Betreffzeile Webinarwünsche oder was weiß ich, irgendwas mit Webinar, dass ich es halt einordnen kann und Anmeldelink dann direkt darunter. Sollte es Probleme geben beim Anmelden zum Webinar, dann bitte ja, mir eine E-Mail schreiben mit ganz vielen Ausrufezeichen, Webinar-Anmeldeproblem oder sowas und dann finden wir eine Lösung über einen Direktlink oder anderweitig.
zum Schluss wie immer der Chart. Ich wünsche noch einen sehr, sehr schönen und angenehmen Trading-Tag und Wochenstart und sage Tschüss.